Und weiter geht's zum nächsten Aussichtspunkt, Leute. Herzlich willkommen in Assassin's Creed Origins. So, in der letzten Folge haben wir das Badehaus gemacht und haben diesen komischen Typi da erledigt, der unser Kind ermordet hat. Und jetzt sollten wir eigentlich zum Hippodrom gehen, aber ich will erst, wie gesagt, den Aussichtspunkt noch mitnehmen. Und dann schauen wir doch mal, was uns in diesem Hippodrom erwartet. Oder ich mache vielleicht noch so ein bisschen Nebenquests. Ich muss mal schauen. Ich will auf jeden Fall so einigermaßen das Gebiet komplett abschließen, wenn es geht. Nein! Habe gedacht, ich krieg die Kante noch, aber falsch gedacht. So, da oben ist der Punkt. Und ich glaube vielleicht, mal schauen, was ich jetzt hier Quests habe, vielleicht werde ich dann nochmal zum Vorort gehen von Alexandria und dort weitermachen. Da gibt es ja auch noch ein paar Quests. Also wie gesagt, ich folge nicht nur Schnur der Hauptstory, ich werde auch hier Nebenquests machen. Oh, wir sind schon fast Stufe 13 wieder und glaube, wir können auch schon wieder was skillen. Okay, gehen wir mal hier hoch. So, da oben ist er auch schon. Wie können wir da am besten rüber? Über die Bäume? Geht das? Okay. Also Gründe sehen wir mal. Schon riesen Gebiet, meine Fresse. In der Nähe versteckten Papyrus. Da schauen wir doch mal, ob wir den finden hier. Da ist er. So, schauen wir doch mal, ob wir den Papyrus finden. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir das natürlich gleich mit. Oh, warum nimmt er das denn nicht? Ist es hier oben oder ist es hier drin? Schauen wir mal. 10 Meter, 11 Meter. Ah, hier ist er. Okay. Okay, haben wir den auch gefunden? Im südlichen Teil des Mariuzis liegt eine Insel voller Ruinen. Ein Mann starrt mich den ganzen Tag lang an. Sehr aufdringlich. Deshalb verstecke ich mich hinter einer Säule, die ihm die Sicht verbaut, okay. Okay, die Dinger würde ich sagen, machen wir dann aber später erst. So, jetzt schauen wir doch mal. Und was haben wir questsmäßig? Ägyptens Magi. Bayek sucht Apollodoros und die im Exil lebende Königin des Nilandes zu treffen. Findung, Kontakt im Hippodrom. Wollen wir aber jetzt nicht machen. Ich will jetzt eigentlich. Hier wäre was. Da können wir aber nicht hinporten. Und hier wären halt auch noch Quests. Hier wäre auch noch ein Aussichtsturm. Ich will sagen, wir porten jetzt erstmal hierher. Und machen den Vorort fertig. Die haben wir sonst nichts zu tun, wa? Wie gesagt, es werden einige Folgen werden.
Okay. Schnappen wir uns doch gleich mal. Die haben wir schon gefunden. Dann schnappen wir uns doch gleich mal die hier. Das Totenbuch. Das Totenbuch. Ohne das Buch kann mein Karl meiner Frau nicht in... Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein, Memphis? Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst sein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Mach mal doch. Das kann ja nicht Hast so du gehört, schwer wo sein. Die Banditen hin wollten? Oh, der Anführer sagte sie. Den habe ich doch schon gemacht. Quests. Treffen Sie sich bei der Nekropole, glaube ich. Wir wohnen in der Nähe. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Vater, das Buch ist fort. Wow. Du wirst Mutter im Gefilde der Binsen auch so finden. Okay. Dann wird das Kamel eh gleich hinreiten. Braucht man ein anderes Gefährt. Und da hängt, glaube ich, auch noch ein Aussichtspunkt irgendwo auf einer Insel oder so, habe ich gesehen. Das schauen wir uns später an. Also der hätte der komisch, der hätte gleich hochziehen können. Nein. Greifen wir uns die an. Du kannst nicht fliehen! Boah, Alter. Bin in Reichweite. Nein, geh halt runter. Eieiei. Nicht schwer gewesen, aber es waren jetzt so viele Gegner auf einmal. Und es war dann schon ein bisschen. Stirb. Okay, da hinten scheint der Boss zu sein. Dann stoppen wir uns gerne mal den hier.
Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, nix was. So, da ist noch eine. Schnupfen wir uns auch gleich. So, das müsste es eigentlich gewesen sein hier. Ja, da ist noch einer. Was? Bums. So schnell geht es. So, okay. Müssen wir wahrscheinlich hier reingehen. Wird das Schatz sein. Okay, da wird das Buch sein. Nehmen wir erstmal das Zeug hier mit. Okay, plündern. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Okay, da können... Was ist das hier? Den habe ich doch schon gekillt, oder? Gehen wir nochmal raus, aber der müsste doch schon tot sein. Das war doch der Boss, oder? Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Naja, das ist der Boss gewesen, oder? Kann man denn einen Dieb berauben? Ich brauche es für meinen Vater. Stirb endlich! Okay, mit die drei killen. Das machen wir gleich noch. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Wo liegt denn der jetzt? Die Pfeile müssen wir schon wieder mitnehmen. Wo sind denn die? Ich werde weg hier. Der ewig weit weg. Hör!
Obwohl wir knacken können, sind doch drei. Ah, das müsste schon gehen irgendwie. Und der Sandschuh würde das wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen. Nicht vom Weg abkommen. So, machen wir das doch mal. Bam. Die anderen zwei. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal zu dem alten Mann zurück. Wo sind wir denn jetzt hier? Das haben. Ah, hier ist ja auch noch ein Aussichtspunkt. Eieiei. Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Wir meditieren mal. Der Sturm dann vorbei vielleicht? Jo, sieht so aus. Okay. So, schauen wir mal auf die Quests. Was tut im Buch? Haben wir, kriegen wir eine schöne Belohnung oder so. Hallo. So, bin ich der alte Mann. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Oh. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann bin doch hier so schnell gewesen. Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Ach so, er ist noch nicht tot. Okay. Schauen wir doch mal, ob sich der Alte noch mal umstimmen lässt. Oder die Riten, oder? Keine Ahnung, vielleicht wird er einen Ballen serviert oder so. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir gleich herausfinden. Huh.
Da ist er. Ja, der sieht mir ja lebendig aus. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Okay. Wird die abgeschlossen? Und was ist das? Das haben wir doch vorher schon gehabt, oder? Finde den vermissten Arbeiter. Ja, komm. Wir sind eh schon auf dem Weg. Aber ich glaube, das sind Daily Quests, die grünen, wenn es mich nicht täuscht. Dass die jeden Tag, glaube ich, kommen. Naja, das ist wieder bei ihm hier. Die können wir jeden Tag machen. Aber wir kriegen eigentlich da gutes Zeug, glaube ich. Hast du von dem Dorfbewohner gehört, der vermisst wird? Ich frage nur, weil er neben dir einer meiner Lieblingskunden ist. Könntest du vielleicht nach ihm suchen? Wenn du ihn findest, habe ich vielleicht etwas Schönes für dich. Vielleicht. Okay, dann machen wir das doch mal schnell. Ich hoffe, dass es nicht zu weit weg ist. Boah. Meine Friss. So ewig weit weg hier. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Quest hier. Willst du mich nicht begleiten? Ja, sag mir. Was machst du jetzt? Magi, hilf mir! Ich bezahle dich auch! Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an! Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Okay. So, wie kommen wir am besten rüber? Haben wir hier ein Schiff oder so? Da ist ein Schiff. Können wir uns das vielleicht gleich schnappen? Cool gemacht mit dem Schiff hier. Der wird wahrscheinlich schon am Grund des Flussbodens liegen oder so. Okay, da haben wir schon. Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Alter, was ist denn hier los? Was es nicht alles gibt in Afrika. Warum seid ihr so wütend? Ja, wir müssen mal anlegen. Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich... Claudius! Hey, du! Hallo! Bleib, wo du bist! Super. Ich hab keinen Fall mehr.
Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Muss ich mir erst mal meine Pfeile wiederholen? Krieg ich nicht mehr. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Der eine an der Batterie. Du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Und da wird so glücklich sein. Oh. So, wie meine ist jetzt am besten? Hier ist ein Schiff. Na komm. Komm. Das hier. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ja, du besoffen bist. Alexandria wegen der Festlichkeit. Und irgendeine Person. Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie könnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. So, haben wir das auch geschafft? Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, 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 geht nicht. Die töten mich. Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Vergiss ihn. Das ist nur ein dummer Griechen. Sie haben unseren Land schon genug gestohlen. Ja, so ist recht. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei soll ich wollte machen. Helfen, nicht ihm. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft, sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. So, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Ist ja doch schon wieder fast eine halbe Stunde und die Zeit vergeht extrem in dem Spiel. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über Support freuen. Das heißt, lasst mir ein Abo da, tut fleißig kommentieren oder auch einen Daumen nach oben. Würde mir alles sehr, sehr gefallen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.